Drecksvieh! Hilf mir, BD! Das war knapp. Ja. Das war echt knapp. Oh. Abkürzung freigeschaltet. Nice. Große Kluft. Oh. Aua! Das gibt's doch nicht, echt. Hässliches Kiefer. Käfergewirrzeug. Oh, das habe ich noch nicht gescannt. Na dann, scan mal. Oh. Was ist das? Splocks. Splocks sind das. Greifen in großen Gruppen an und können ihre Gestalt verändern. Echt? Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Weicht Hieben aus, ist aber leicht auszuschalten. Ja, das haben wir bemerkt. Was ist das? Das ist einfach nur Falter oder sowas. Uiuiui. Aua! Mann! Das ist gar nicht einfach. Gar nicht einfach, echt. Oh, was ist da? Ein Echo. Ich höre was? Au! Alter! Okay, jetzt muss ich echt aufpassen. Ich brauche einen Stim. Danke. Das ist der letzte Stim. Jemand hat hier gelagert. Sie hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinorg. Ah, ist bestimmt das da oben. Alter. Das ist ja riesig, das Viech. Beinorg. Ah, wie ich immer den falschen Taste drücke, echt. Aber im richtigen Augenblick noch die richtige. Okay. Das Einzige, was ich jetzt noch versuchen kann, ist nochmal kurz runter. Obwohl, nee, wir gehen wieder hoch. Ich werde es schon schaffen. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Na, da war ich ja. Alles gut. Na, die Seilwinde darüber. Aber da unten ist auch was. Da bin ich hergekommen. Ah, da ist wieder... Ach, das sind die Punkte. Das sind die Meditationspunkte. Ah, jetzt. Okay. Sehr gut. Wenn ich mich ausruhe, dann füllt sich auch mein BD wieder auf. Das finde ich gut. Wir haben einen Fertigkeitspunkt. Yay. Was können wir kaufen? Ich würde mal mehr Leben sagen, ne? Das macht mehr Sinn. Ja, wir machen mal mehr Leben. Nein, mehr Leben. Nice. Sieht aus wie ein echter großer Dinosaurier. Das Viech, ich finde eher, es sieht so aus wie so ein Drachenhund oder sowas. Sieht auf jeden Fall echt skurril aus. Ah, da geht's wieder runter. Hier geht's rüber. Moment mal, war ich nicht hier schon? Doch, das habe ich. Ah, okay. Ich muss wieder ganz zurück, so wie es aussieht. Boah, krass. So wie es aussieht schon. Viecher muss mal BD scannen. Aber die sind so schnell weg. Hm. Okay, jetzt müssen wir hier entlang. Und los geht's. Oh. Oh. Sehr schön.
Wir sind dem Turm schon ganz nah. Altes Gewölbe. Oh, dann los! Wettrennen? Okay, komm! Hopp, 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 hopp! Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay, wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Okay, hier haben wir wieder so ein Ding. Jetzt muss man nicht meditieren. Ich weiß nicht, ob man die erst so aktivieren muss. Ich mach das jetzt halt mal, sonst nachher starte ich da ganz unten. Das ist wieder ein Riss. Lerne ich jetzt wieder was? Sind das Machtrisse? Einladend das Gewölbe doch wieder ist. Warte mal. Gibt's hier irgendwas? Hä? Moment mal. Ah. Scan mal. Opfergaben. Ah, okay. Das war ein Jedi-Tempel, oder was? Hä, aber Moment mal. Hier geht's rein. Und hier ist offen, aber geht's nicht rein. Was? Ah, was ist das? Scannen. Inschriften. Kann man sie lesen? Das Gewölbe besteht aus Granit. Harte Mineralien. Vermutlich. Ah, egal. Gehen wir mal rein. Wahnsinn. Was zur Hölle? Das kann doch gar nicht sein. Was ist das denn? Das ist ein Podest oder was ist das? BD, was ist das? Geht's dir gut, BD? Gut gemacht, wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe... Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Noch mehr wie du. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt.
Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Ja. Wir haben einen neuen Freund und einen nassen Arsch. Weil der hat sich einfach da mal in die Pfütze reingesetzt. Okay. Kann man hier noch irgendwas scannen oder so? Diese riesigen Machtgestalten. Die Erschaffer der Macht. Wer weiß. Hi Spawn, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, das Game ist schon mega. Also, es gefällt mir auch sehr gut. Bis jetzt. Wie seltsam das ist. Das ist einfach nur so ein Klotz und dann kommt man in ein riesiges Gewölbe. Ja, gut. Ist halt ein Machtobjekt. Was willst du machen? Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Juhu! Ich rutsch da mal eine Runde. Yeehaw! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Okay. Oh! Ah, Scheiße! Mehr ausweichen! Mehr ausweichen! Oh! Nein! 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 Ah! Oh, nein! Alter, das Viech ist echt übel. Ah! Ah! Was jetzt? BD? Was ist jetzt? Was? Hallo? Okay. Wenn du stirbst, verlierst du alles seit dem letzten Fähigkeitspunkt erhaltene EP. Oh nein. Füge dem Gegner Schaden zu, der dich besiegt hat, um deine verlorene EP wieder zu erhalten. Ah ja, alles klar. Respawn! Okay, alles klar, das ist also 1:1 ein bisschen wie die Dark Souls Spiele. Haben sie schon geklaut, aber ist ja nicht schlecht. Hat nichts Schlechtes zu heißen. Aber meine ganze EP geht verloren, wenn ich den jetzt nicht besiege, ne? Muss mehr in Bewegung bleiben. Also so draufhauen ist nicht, muss schon ein bisschen taktischer spielen. Okay, komm. Ach komm, der hat mich auch noch erwischt. Ah, schon wieder! Okay, ach, ich muss ihn nur schlagen, dann kriege ich sie wieder zurück. Ich muss ihn gar nicht besiegen. Ah, nicht mit mir, mein Freund! Jawohl! Hässliche Megakröte. Okay. Sie ist tot. Okay. Dann zurück zum Schiff. Hinten ist schon wieder dieser Drachenhund. Die Performance geht schon manchmal kurz in die Knie und ich weiß nicht warum. Naja. Was ist das? Kann man... Moment mal, kann man das runterschmeißen oder so? Und dann ist das eine Abkürzung? Könnte es sein, ne? Ah, wenn ich da runterspringe, bin ich wieder ganz unten. Ah. Das ist ein Skelett. Das ist bestimmt von so einem Drachenhund. Mysteriöses Skelett. Okay. Es sieht von der Struktur her aus wie das Viech da hinten. Bis
wissen tun wir es natürlich nicht. Okay. Ab. Wo geht's hier lang? Aha. Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Verdammt. Oh, noch eine geschlossene Tür. Was ist los? Was ist das? Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist: Dunkel. Guten Abend. Schön, dass du eingeschaltet hast. Okay. Ist es eine Nebenquest jetzt oder was? Dann gehen wir mal da rein. Abkürzung freigeschalten. Ach so. Hä? Stimmt, BD1. Nein, das wollte ich gar nicht. Ein Scan? Ich wollte scannen, genau. Wandbild. Also habe ich jetzt da irgendwo Quests oder so? Taktischer Leitfaden? Nee. Doch. Nee. Das sind Flaurer. Komisch. Jetzt habe ich die Dinger gescannt. Kam eine Zwischensequenz und trotzdem habe ich jetzt nicht geblickt, was das jetzt war. Egal. Lass mal ausruhen. Und dann noch eine Fähigkeit kaufen. Was kaufen wir denn? Sprintattacke. Also mehr Macht. Es gibt mehr Macht. Ich sollte Macht natürlich auch kaufen, ne? Nein. Macht. Das Spiel ist eher so Metroidvania, finde ich. Es erschließen sich immer weitere Wege, wenn man Fähigkeiten erlernt hat.